Die Sternzeichen. Seit alter Zeit glaubt Menschen gern an die Auswirkung von unseren Sternen. Im Zahnarztwarteraum ist es gewesen, da habe ich es in der Zeitschrift gelesen. Der Steinbock ist ein Arbeitstier, der Ehrgeiz ist sein größtes Zier. Er kommt mit Ausdauer ans Ziel und setzt alles durch, das was er will. Der Wassermann mag Unabhängigkeit, ist weltoffen und hilfsbereit. Er lässt sich nicht gern dirigieren, da konnte er gleich die Freude verlieren. Der Fisch, der schwimmt in seine Dram, ein Frühaufsteher ist er kaum. Er ist sensibel, gleich beleidigt, weil er seine Meinung stets verteidigt. Bockig und fleißig, so ist halt er wieder. Er ist explosiv, aber sicher nicht zuwider. Er strotzt voller Kraft und voll Energie. Er ist in der Sportwelt ein richtiges Genie. Der Stier ist recht brav, hat ein frommes Gemüt. Gerade darf man nicht tratzen, weil dann wärst du wütend. Der Stier braucht seinen Auslauf. Es ist ihm gleich zu eng, mag bequem und beschaulich und ja nicht zu streng. Der Zwilling ist strebsam und intelligent. Es heißt, dass bei ihm zwei Gesichter drin sind. Er hat einen Humor und er hat ein gutes Gemüt. Und auch wenn er Stress hat, wärst er noch nicht müde. Der Krebs ist treu und gern gebunden. Hat er den richtigen Menschen gefunden? Durch sein angeborener Drang hat er seinen Partner in der Zunge. Der Löwe ist der König, das ist gewiss, weil er selbstbewusst und mächtig ist. So wie es im Horoskop drin steht, ist er eine echte Majestät. Die Jungfrau, weiblich oder männlich, sind kritisch und recht ungewöhnlich. Sie sind bekannt für Perfektion, ein Chaos bringt sie an Plafond. Die Waage braucht viel Harmonie, Ästhetik herrscht in ihrer Fantasie. Mit Kunst und schöngeistigen Sachen kannst du die Waage glücklich machen. Der Skorpion im Tierkreiszeichen sucht vergeblich seinesgleichen, weil der Stache, der die sticht, hat Ähnlichkeit mit dem jüngsten Gericht. Die Schützen packt die Reiselust, zu lang daheim kriegen sie einen Frust. Drum gibt's auch keine Schützen, die recht gern hinter den Ofen sitzen. Wer dies alles glaubt, liegt weit daneben. So viel gleiche Leid kann es gar nicht geben. A jeder ist anders und doch ganz normal. A jeder von uns ist ein Original.